Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man. In der letzten Folge haben wir... Meine treuen Hörer melden, dass Spider-Man mutwillig die öffentliche Infrastruktur beschädigt. Er bricht Netzverteilerkästen und andere für öffentliche und private Belange wichtige Anlagen auf. Manche vermuten sogar, dass er nach etwas sucht, aber er nimmt nie etwas mit. Meine Freunde, vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, dass Spider-Man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ein ausgeglichenes Individuum schwingt schließlich nicht als Insekt verkleidet durch die Stadt. Aber jetzt sucht er entweder nach nicht existierenden Dingen, dann wäre er verrückt oder wütet unkontrolliert herum. Und in beiden Fällen ist es an der Zeit, die Männer in den weißen Kitteln mit ihren großen Schmetterlingsnetzen zu rufen. Das macht man doch noch so, oder, Jared? Was meinst du? Das wurde nie so gemacht. Naja, bevor ich unterbrochen wurde, würde ich sagen, in der letzten Folge haben wir endlich den ersten DLC, den Raubüberfall, abgeschlossen. Und zwischendurch jetzt ist auch ein bisschen Zeit vergangen und ich habe mir jetzt, vielleicht fällt es euch auf, wahrscheinlich eher nicht, ich habe mir jetzt die Remastered-Version geholt. Ja, manche denken sich, hey, warum? Ist so spät? Du hast noch ein bisschen was zu spielen. Ganz einfach, weil das Game, was ich gespielt habe, war ja beim PlayStation Premium dabei. Und das wird bald aus dem Katalog entfernt. Da dachte ich mir, kaufe ich es lieber. Und da ich dieses Remastered mit Miles Morales zusammen nur 40 Euro gekostet hat, dachte ich mir, kaufe ich es halt. Dann kommt halt Miles Morales auch irgendwann noch. Und ja. Jetzt bin ich... nicht da. Jetzt, holy K, wie sieht denn das in Remastered bitte aus? Warum ist das so hell? Okay, man sieht auf jeden Fall direkt, dass es Remastered ist. Es ist viel schärfer. Holy shit. Anzüge neu? Habe ich doch letzte Folge schon geguckt. Aha, das ist wahrscheinlich PlayStation Premium, Spider-Man Remaster Zeug. So, und bevor ich noch lange um den heißen Brei rumrede, starten wir mit dem zweiten DLC. Ja. Captain Yuri Watanabe, Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magier Don Hammerhead wollte sie die anderen Magier-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magier-Dons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magier hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Es wird ungemütlich. Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regeln, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Das ist die Spinne! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Dann starten wir mal den zweiten DLC. Holy shit, und das direkt mit dem Bandenkrieg. Ja, klar. Und warum... Ja, stimmt. Hey, what the fuck?
Aber man sieht direkt an der Remastered-Version, direkt, dass es Remastered ist, weil es ist viel schärfer. Und ich habe schon gesagt, warum ich es jetzt erst geholt habe. Ich wusste davor nicht mal, wo ich es holen könnte. Ich habe es jetzt erst zufällig gefunden und dachte mir, ja, kaufe ich es zusammen direkt mit Miles Morales. Dann habe ich das Game schon mal und war ja das aus dem... Okay, what the fuck? Ich glaube, ich verstehe gar nichts hier. Holy shit. Holy shit, Alter. Ach komm, das war... Komm schon, egal. Wie schon gesagt, ich habe Miles Morales jetzt auch und die Remastered-Version halt. Das heißt, bald eventuell werden wir auch Miles Morales Let's Playen. Ich weiß nur nicht, ob das dann für Spider-Man 2, was hier dieses Jahr rauskommt, relevant ist, die Story. Weil wenn ja, dann wird es viel früher kommen, weil ich habe vor, Spider-Man 2 zu Let's Playen. So. Vergesst Hammerheads Leute! Alle auf die Spinne! Und verletzt! Hammerheads Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hat. Und der Vorteil ist dahin! What the fuck? Was meinst du mit Party, die man alle hasst? Ja, tut auch weh ein bisschen, mein Freund. Hier bitte. Alter, holy shit. Also das geht schon spannend, interessant los, nennen wir es so. Und ich bin fast down. Beide Seiten sind nicht gerade unterbesetzt, was? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Boss dir antun wird. Yuri, alles klar bei dir? Eliminierung bestätigt? Bestätigt, mach weiter. Bewegung, Bewegung! Ja, alles klar. Gut, holy shit. Ich überwache das Ganze. Und auch der letzte DLC, also... Die Geschichte mit Black Cat. Alter, die war auch schon interessant. Und jetzt geht's direkt weiter. Die Frage ist halt wie, ne? Alter. Ja, man sieht ja schon wie Bannenkrieg, aber... Das heißt, mit Sable, der dritte DLC, ist auch... was damit zu tun. Dann wahrscheinlich wegen den ganzen Sable-Waffen, die rumflacken oder die benutzt werden. Komm schon, komm schon. Und ich hatte gerade den Schreck meines Lebens vor der Aufnahme, denn mein PS5 hat den Weißen Tod, nennt sich der, hat der kurz gespielt. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist oder was ich, wenn ich es auch gerade falsch ausspreche, das ist dann, wenn die PS5 in einem Hochfahrloop ist mit dem weißen Licht. Und da ist die einzige Möglichkeit eigentlich, die PS5 auf zurückzusetzen komplett. Und ich hatte halt gerade Glück, ich habe es probiert mit runterfahren und für 20 Minuten vom Netzteil lösen, das hat das Problem schon gelöst. Ich bin so froh darüber, weil im Internet steht, man kann die PS5, nämlich wenn dieser weiße Tod auftritt, nicht mehr retten. Also man kann sie schon retten, indem man es... Du endest wie eine Fliege an der Windschutzscheibe! Die Insektenwitze werden echt alt. Also, was wollte ich gerade sagen? Ja, dieser weiße Tod. Also, ich hatte echt gerade echt Schiss, dass meine PS5 im Arsch ist, ne? Sonst hätte ich sie entweder zurücksetzen müssen oder als allerletztes zur Sony zum Schicken, zum Reparieren lassen sollen müssen. Aber dann wären halt bei beiden Optionen wären wahrscheinlich meine Daten im Arsch gewesen. Gut, hier. Bro, what the hell geht hier ab, ey? Wir kriegen neue Gegnertypen. Das habe ich mir auch irgendwie gewünscht. Dass ich neue Gegnertypen kriege. Und jetzt kriege ich sogar. Aber holy shit. Einfach schon 9 Minuten. Komm schon. Bro, what the fuck? Gut, muss man sich hier machen. Wie kriege ich die kaputt? So nicht.
Vielleicht. Bro, Kumpel. Ich wollte doch gerade eigentlich meine Waffen wechseln. Ist das bei der Remastered anders? Weiß Sable, dass ihr ihre Schilde geborgt habt? Kann ich überhaupt meine Waffen wechseln gerade? Gut, jetzt habe ich den schon mal weg. Na komm. Ah ja, ist tatsächlich anders. Holy shit, ist auf der anderen Seite jetzt. Ist er sicher auf der anderen Seite? Gut, hier. Alter, komm, Alter, ich habe nicht gesehen, dass du mich angegriffen hast. Komm schon. Komm, hier, friss. Gut, so. So, du bist dran. Und jetzt du nur noch, oder? Und was mir gerade auffällt, die PS5, die PS5 Remastered-Version ladet viel schneller. Mal hören, was Yuri macht. Ladet viel, viel schneller, Alter. Holy shit. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Hey Yuri, draußen ist alles klar. Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Aber ich merke schon, deutlich bessere Grafik, bessere Ladezeichen. Zeiten meine ich. Hier spukt es bestimmt nicht. Und sonst. Ich weiß, Yuri kommt schon zurecht, aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss ihr hinterher. Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister. Das wäre mir jetzt echt zu viel. Klogeister, what the hell? Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequälter Patienten aufgesucht, aber dieses hier wohl mit Sicherheit. Okay, jetzt bin ich zu weit runter. Naja, ich bin zu weit runter. Okay, what the hell? Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead und keine Yuri. Okay. Einfach mal gucken. Sie haben um Bezirke gespielt. Darum, wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magier raus ist. Na, viel Glück. New Yorker werden gerne herumkommandiert. Ah. Okay. Die anderen Magier Dons, sehr subtil. Don Cicero, Big C. Ein mieser Anwalt und ein noch mieserer Mensch, wenn das möglich wäre. Don Fortunato, praktisch der Magier-Anführer. Sein Sohn will angeblich aus dem Geschäft aussteigen. Don Costa, er hat viele Unschuldige umbringen lassen. Man sollte ihn bestrafen. Don Mauchio. Er soll wirklich kreativ sein. Das werden wir dann schon wahrscheinlich am eigenen Leib erfahren, wie kreativ er ist. Yuri! Waffe. Das klang nicht gut. Ich muss zu ihr, schnell! Durch die Tür hier? Na. Hä? Eine Abkürzung. Da. Komm schon, komm schon. Yuri braucht uns. Schalten Sie aus! Wir schalten alle aus! Weißt ich du, sollte diesen ist? Kerl aus dem Weg räumen. Wir sind wach. Nein! Im Ernst? Oh ja! Hat's mal versucht! Und? Hammerhead riss ihm fast das Ohr ab! Mit allem, was dran hängt! Wow! Ja, also mach ich was! Ah, scheiß drauf! Ja, scheiß drauf, ey. Egal. Aber ich muss noch mehr, wahrscheinlich, irgendwie ist die Steuerung noch ein bisschen, also an sich, die Kampfsteuerung ist nur gleich, aber die,
Wie ich gerade gesehen habe, diese anderen Module, die hier, sind auf einem anderen Knopf. Davor waren sie auf R1, jetzt sind sie auf L1, jetzt sind sie auf R1. Ich bring dir das. Ah ja. Das waren alle. So, was sollten Hammerhead-Schläger hier Sable-Technologie? Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ja, gute Frage. Das werden wir wohl alles rausfinden jetzt dann. Im Laufe der Spielzeit. Ganz viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort einen Daumen runter. Das ist neu. Wirkt zu professionell für ein Hammerhead-Produkt. Super Soldier? Captain America-Style? Schätze ich jetzt mal. Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Da. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Yuri. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir ihren Respekt. Ihr schlug zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lehrten euch das Fürchten. Aber jetzt. Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns. Ich muss zurückkehren. Waffe fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain, es tut mir leid. Na los, sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain, tun Sie's! Überrumpelt, abgeschlossen. Yuri, bist du wirklich okay? Ja, ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber halt mich nicht da raus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen. Wir stoppen den Kerl, Yuri. Nein, nicht stoppen. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen.
Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Okay. Weil ich denke... Erstmal auf die Karte gucken, was... Oh, wie hell ist denn das hier? Muss ich, denke ich, mal gucken auf... Hier unten ist nichts. Nein, nein, nein. Nein, doch hier. Eins, zwei... Eins. Das wird wahrscheinlich eher ein größeres Hauptgebiet. Zwei, drei, vier. Ja, das ist wahrscheinlich das größte Hauptgebiet. Da wird wahrscheinlich wieder eine Nebenmission auftauchen. Screwball-Herausforderungen wahrscheinlich. Verbrechen, wie man es hier sieht. Und irgendein Sammelobjekt wieder. Ein neuer Tag und wieder wurde wertvolle New Yorker Architektur zerstört. Holy shit, die Controller geben jetzt so... War das Harlem-Sanatorium in einem guten Zustand? Nein! Haben die Ärzte dort früher schreckliche Verbrechen an ihren Patienten begangen? Vermutlich! Bedeutet das, dass ich selbst ernannte Sorry. Passwort ist los, lass mich rein, du Idiot. Sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Irgendwer hier muss wissen, was Hammerhead plant. So, was ich sagen wollte. Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Ganz schön hohe. Ich war jetzt gerade dabei, die Sache hier. Genau. Seit ich die Remaster-Version habe, jetzt gerade spiele ich jetzt zum ersten Mal auf der Version. Okay, Spidey-Bot. Und die Adapted Trigger. Oh, sorry. Die der Controller wird jetzt mit allen Fähigkeiten benutzt, ey. Ich merke schon, wie die Stücke wieder Adaptive Trigger arbeiten hier. Und jetzt das Gespräch isolieren. Perfekt. Mal hören, was diese Gentlemen zu sagen haben. Gut, dass wir nicht mehr bei der Magia sind. Hammerhead ist die Zukunft dieser Stadt. Findest du es nicht ein bisschen schräg? Was? Naja, was er macht. Mit sich selbst. Projekt Olympus. Das ist unnatürlich. Ach, und ein Tribal-Tattoo ist natürlich? Das ist nicht dasselbe. Okay. Ich stelle nicht gern Vermutungen an, aber ich glaube, hier sind nicht allzu viele geistige Überflieger versammelt. Gibt's hier noch irgendwo ein Gespräch? Ich muss auch irgendwann die Folge beenden. Hier runter. Falsche Richtung. Okay. Hä? Bro, what the fuck? Hier falsch. Ich glaube ja. Trinken wir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Ach so, hier. Okay. Wie können die mich bitte sehen? Zeit zu verschwinden. Zeit zu lauschen. Einer von den Kerlen hier muss wissen, was Hammerhead vorhat. Wer wirkt hier am dubiosesten? Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Verrückt. Die Magiadons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's.
So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Magia. Dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Magia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. So. Hey, der Angriff auf die Magia-Dons. Wo soll es losgehen? Hast du einen Treffpunkt? Nee, der Neue sagt, er weiß es. Hammerhead hat's ihm erzählt, sagt er. Und seit wann weiß ein neuer Typ mehr als wir? Dem werde ich's zeigen. Ich hoffe wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ, du schaffst das. Okay, ich wollte eigentlich nicht hier rein, aber jetzt bin ich schon drin. Hier. So. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. So. Hey, du sollst wissen, wo die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, ich weiß es nicht. Na los, neuer Typ. Ich wusste es. Blödes Großmaul. Ja, aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten und verraten es niemanden. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Halt bloß die Klappe, Neuer. Winnie und Gino, hä? Ich muss herausfinden, was sie wissen. Die Tür bei den Flippern führt nach hinten. Ich muss sie nur aufkriegen. Ja, aber ich denke, ich würde sagen, ich bin die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir schauen in der nächsten Folge, wo Winnie und Dino sind. Ciao. Euer Gladius. Sicherung wäre vielleicht ein Türöffner.